meine liebe YouTube-Gemeinde und herzlich willkommen zu Unterwegs in Dessau 33. Heute zeige ich euch das Freibad Resumpf. In den 1870er Jahren wurde am Resumpf die Gastwirtschaft Forsthaus erbaut. Später war es Café Peter. Hugo Junkers war ein begeisterter Besucher des Freibades Resumpf. Am 1.10.1960 wurde das Café Peter am Resumpf als Clubhaus der Werktätigen wiedereröffnet. Nach dem Hochwasser 2002 wurden die Gebäude auf dem Gelände wieder saniert. Die Gaststätte wurde auch saniert, aber nur kurzzeitig in Betrieb genommen. Es fand sich kein neuer Pächter. Im Sommerhochwasser 2013 wurde nochmals alles zerstört. Neue Sanierungen wurden abgewiesen. Weil der Resumpf in einem Überflutungsgebiet liegt, wird das einstige Freibad kostenneutral für die Stadt abgerissen. Nur ein Steg soll erhalten bleiben. Und genau deswegen wollte ich euch das Gelände nochmal zeigen, weil es bald abgerissen wird und trotzdem eine wichtige Geschichte in Dessau hat oder in Dessau-Waldersee. Hiermit möchte ich mich auch nochmal bei meinen 50 Abonnenten bedanken. Ich habe jetzt mittlerweile 50 und da freue ich mich sehr und ich hoffe, ihr haltet mir weiter die Treue und auch meinen Unterwegs in Dessau-Videos. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüssi!